Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie man dieses Armband hier selber machen kann. Das ist so ein Armreifen, der auf der einen Seite umwickelt ist, auf der anderen Seite sind hier so vier einzelne Bänder und der ist aus Scooby-Doo-Bändern gemacht. Das sind Scooby-Doo-Bänder, die so kleine Glitzerpartikel drin haben und das hier ist so ein Gelb-Gold. Wenn ihr das Armband nachmachen möchtet, dann braucht ihr zwei Bänder, also zwei Scooby-Doo-Bänder und meine Bänder sind jeweils 90 cm lang. Und ihr fangt an, eins der beiden Bänder euch so um die Hand zu wickeln. Ruhig so ein bisschen die Finger auseinander machen. Und bei mir passt das ungefähr viermal so rum. Wenn ihr etwas kleinere Hände habt, dann passt es vielleicht sogar fünfmal rum, also für etwas kleinere Arme und Hände. Und bei mir passt es jetzt eben so ganz gut. Und es kann ruhig noch etwas größer sein, deswegen ziehe ich das so ein bisschen noch auseinander und mache dann hier die beiden Bänder zusammen. Da mache ich so einen Achterknoten. Das geht so. Ich mache erst einen normalen Knoten. Und dann führe ich das Band, was hier vorne ist, so zurück, führe das Band dann hier drüber und gehe dann hier von unten nochmal wieder durch diese Schlaufe durch. Und das sieht dann aus wie ein Acht, also beide Bänder greifen sozusagen so ineinander. Und das ziehe ich hier richtig fest zusammen. Richtig schön fest und meins ist jetzt gerade wieder hier ein bisschen auseinandergegangen, aber das macht ja nichts. Ich mache das jetzt einfach wieder so übereinander, bis ich vier Stränge so zusammen habe. Und jetzt kommt das andere Scooby-Doo-Band dazu. Das lege ich jetzt hier so auf den Knoten und ein Stückchen hinter dem Knoten werde ich das Band jetzt hier einmal so drum knoten. Also so ist ein Knoten komplett darum. Das eine Band ist hier in meinen Fingern und das andere Ende ist hier und das ziehe ich jetzt einfach schön fest. Jetzt ist also hier der Knoten und hier dieses Band. Und das Band führe ich hier zu dem Knoten hin, also zu dem Knoten. Und von diesem Knoten aus wickle ich jetzt einfach ganz stramm das Scooby-Doo-Band um die anderen Bänder. Also ich lege das immer rum und ziehe es dann hier durch. Ziehe es immer schön fest. Und umwickle das ganz stramm. Wenn ich jetzt hier an dem Knoten angekommen bin, wickle ich einfach weiter und wickle das Band stramm über den Knoten. Und die kleinen Enden hier, die wickle ich auch einfach mit darunter. Wenn ich das dann hier einmal komplett umwickelt habe an dieser Stelle, dann mache ich hier hinten noch wieder einen Knoten, also einfach mit dem einen Band um die anderen Bänder Knoten machen und schön stramm ziehen. Wenn man nur einen macht, wird das nicht gut halten, deswegen sollte man ruhig mehrere machen. So, wenn es jetzt richtig schön stramm hier hinten festgeknotet ist, dann schneide ich einfach das Ende ab und dann ist dieses Armband fertig. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Man kann das natürlich auch in verschiedenen Farben machen oder innen eine Farbe und mit einer anderen Farbe umwickeln. Oder man kann natürlich auch hier innen vier Bänder nehmen
und dann sind eben 4 Knoten hier drunter versteckt und dann wickelt man außen ein anderes Band drum. Ich finde das aber so in Gold eigentlich ziemlich cool und auch diese beiden zusammen finde ich schöner als eins alleine. Und ja, ich finde es cool. Vielleicht habt ihr ja Lust, das nachzumachen. Vielleicht gefällt euch das ja auch gut und ihr habt Lust, euch das für den Sommer zu machen. Das Praktische ist ja auch mit diesen Bändern, die sind ja wasserabweisend. Also damit kann man auch ins Wasser gehen, auch am Strand sein und hat dann eben ein cooles Accessoire. Ja, wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Wie findet ihr die Scooby-Doo-Bänder? Soll ich damit noch mehr machen? Oder soll ich lieber keine Armbänder mehr damit machen, sondern irgendwas anderes? Dann schreibt das alles in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut auch meine anderen Videos. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!